weitergehen mit Resident Evil 3. Im letzten Part haben wir uns den Park angeguckt und ja, ich habe jetzt nur mein altes Safe Game geladen, weil ich keine Lust hatte, an den Spinnen vorbeizugehen. Wir müssen nämlich hier hin. Und ja, diesmal ist einer von diesen Huntern aufgetaucht. Und da ist noch irgendwo einer, ich höre ihn. Wo bist du? Oh. Ich wusste nicht, dass man da runter kann. Ja, gut. Fröschchen. Meine Güte, wie groß ist dieser Park? Alles nur für so einen Friedhofsschlüssel. Und der Regen ist voll laut. Alter, wie viele gibt's von denen? Oh Gott, das ist einer von Umbrella. Willst du den Parkschlüssel nehmen? Ja. Aber eigentlich hatte ich den Parkschlüssel schon. Ist das der Friedhofsschlüssel? Er hält etwas. Geschriebene Anweisung an den Supervisor. Missionsvoraussetzungen. Bravo 16. Bravo 16, whatever. Erstens. Sammeln und sichern Sie alle nötigen Informationen für diesen Fall. Überwachen und speichern Sie Kampfdaten auf dem UBCS. Zweitens, zerstören Sie alle Beweise sowie die medizinischen Gerätschaften, die medizinische Daten gespeichert haben. Drittens, überprüfen Sie die Fähigkeiten der Versuchskaninchen, um die Mission so abzuschließen. Sobald die Mission abgeschlossen ist, evakuieren Sie das Gebiet. Bedenken Sie, dass Sie müssen niemandem helfen, der kein Supervisor ist. Auch müssen Sie nichts dahin zurückbringen, wo es herkam. Ja, die räumen nicht auf und machen keine Kompromisse. Cool. Nicht. Okay, und wieder zurück. Kommt jetzt noch ein Fröschchen, ja. Nein. Ganz schön viele Gegner für Easy. Aber besser als diese Spinnen. Ich meine, die sind jetzt nicht schwer, aber die können mich vergiften und so. Und das ist doch doof. Wo geht's denn da oben lang? War es ein Fehler, hier lang zu gehen? Ja. Aber ich muss ja doch hier lang. Na komm, put, 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 put. Bist du dumm? Lol. Macht Spaß. Ach. Jill, geh da raus. Meine Güte. Ja. Weiß ich am wenigsten, was ich tun muss. Thank you.
springen? Nein! Diese geilen Pixelblasen! Das ist so unglaublich krass, wie alt dieses Spiel ist. Ja, warum habe ich so wenig Heilzeug dabei? Wenn man schnell genug ist, tun die einem aber nichts. Und wenn man danach fix die Leiter wieder hochgeht. Ja, wir müssen uns jetzt nochmal eben die Zombies angucken. Aber ich glaube, es gibt Schlimmeres. Die tun ja eigentlich nichts. Oh nö, ich wollte doch eigentlich Energie holen. Da muss ich nochmal zurück. Komm, komm ins Bild, bitte. Da kommt der Nächste. Nein, da will ich nicht hin. Ich will grünes Kraut holen. Munition kann ich mir basteln. Das sollte nicht das Problem sein. Nee, hierhin nicht. Ich glaube, ich muss geradeaus. Oder? Nein? Ach, hier muss ich hin. Das war viel... Ey, warum lebt er denn immer noch? Wie viel Munition... Trägt der denn noch? Was für eine Verschwendung. Ja, ich habe das ganze grüne Kraut nicht mitgenommen. Was ich mitnehmen wollte. Scheißendreck. Ich hoffe, da drin kommt bald mal ein Safe Point. Ich hoffe, der Schlüssel, den wir jetzt haben, bringt uns auch wirklich dahin, wo wir hinwollen. Boah, was bin ich jetzt ziemlich ruckelfrei gelaufen? Ja. Okay, wir sind drin. Hier liegt ganz viel Zeug. Weiß man ja gar nicht, was man zuerst mitnehmen soll. Wir brauchen auf jeden Fall mehr. Da blinkt was. Was ist das? Hier sind verschiedene Werkzeuge. Willst du das Stahlrohr nehmen? Ja, aber leider kann ich damit niemanden... Nein. Ja, das ist nicht Silent Hill. Man kann damit leider niemanden umnieten. Ja, von dem Roten haben wir nämlich noch relativ viel. Das Gelbe ist wichtiger. Ja, da hinten ist eine Tür, durch die wir noch nicht kommen, oder? Sagt er da auch wieder, oh, ich brauche dafür so einen Dietrich? Hä? Bin ich blöd? Wo ist denn die Tür? Ein Stück geradeaus und dann rechts, aber hier ist keine Tür. Hinter dem Kamin ist ein Geheimgang oder sowas? Da ist Feuerholz, das Feuer fangen könnte. Wind bläst von der Rückseite des Kamins herein. Okay. Da ist irgendwas hinter. Das ist ja auch auf der Karte. Aber wir haben nichts, womit wir uns da jetzt Feuer machen können. Ich weiß nicht, ob wir dafür das Feuerzeug brauchen. Ja, Tatsache. Das ist cool. Dann können wir hier mal ein bisschen... Zeug abladen.
Hatte ich nicht auch grünes Kraut eingesammelt? Wo war das denn? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich letztes Mal zwei grüne Kräuter hatte. Wo standen die denn? Die standen am Anfang im Park. Und die habe ich übersehen. Aber ich habe eigentlich so viel Heilzeug, dass das egal sein dürfte, ob ich da jetzt noch welche mitnehme oder nicht. Ich verlasse mich da jetzt einfach mal drauf, dass ich genug habe. So. Hier liegt noch ein Erste-Hilfe-Spray. Puh, stimmt, da war was. Da war auch Blaues. Aber nun gut. Hofft mal das Beste. Ich habe den Speicherpunkt hier. Ich überschreibe ja nicht. So. Gucken, ob das Feuerzeug funktioniert. Ah, ich könnte jetzt eigentlich auch nochmal eben hier... Nein, nicht den Alkohol, sondern das Schießpulver mitnehmen. Ne, ich meine, schadet ja nichts. Stellt euch mal vor... Boah, Alter. Jill, geh da doch einfach mal hin, meine Güte. Stellt euch mal vor... Nein, das ist kein Alkohol. Nimmst du bitte das Schießpulver? Stellt euch mal vor, es gebe hier keine... Kisten. Dann würde die hier mit so einem Bollerwagen rumlaufen. Nein, 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 das war das Verkehrte. Danke. Nein. Okay. Ja, Jill macht jetzt ein Feuer. Das ist voll romantisch und... steht da ein bisschen sexy herum und da hinten ist jetzt ein Loch. Du brauchst das Feuerzeug nicht länger. Willst du es? Ja. Ich will es wegwerfen. Licht kann von der Rückseite... Also man kann durch die Rückseite des Kamins Licht sehen. Ah, brauche ich dafür vielleicht das Rohr? Und jetzt pock ich damit rum, genau. Stark, klug und sexy, meine Güte. Was eine Frau. Ja, die Stange ist jetzt auch weg. Okay. Jetzt haben wir wieder ein sehr leeres Inventar. Huch. Saved by Wall Animation? Really? Kreativ sind sie ja. So, da sind noch mehr Granaten. Ja, nehme ich mit. Alter, wie viele Granaten kann ich denn mitnehmen? Da liegt was. Was ist das? Den Parkschlüssel. Das ist der dritte Parkschlüssel. Wie viele gibt es davon? So, da hängt was an der Wand. Fax vom Hauptquartier. Achtung! Das Raccoon City Projekt wurde abgebrochen. Unser politisches Manöver im Senat
um ihre Pläne zu vereiteln, hat nicht funktioniert. Alle Supervisor sollten sofort evakuiert werden. Die US Army wird ihren Plan morgen ausführen. Die Stadt wird morgen früh bei Tagesanbruch sicher obliterated. Keine Ahnung, was das heißt. Übernommen oder so. Und noch eine Notiz. Nimm mit. Supervisor Report. Das Durchhaltevermögen der kontaminierten Versuchskaninchen ist wirklich unglaublich. Selbst wenn man sie in lebensnotwendige Bereiche schießt, können sie manchmal immer noch für einige Tage überleben, ohne dass ihre Wunden versorgt werden müssen. Wie auch immer, nachdem der Virus ausgebrochen ist, sinkt die Intelligenz der Versuchskaninchen auf das Level eines Insekts. Selbst die Toten wiederzubeleben wirkt eklig. Auch wenn es eklig wirkt, die Toten wiederzubeleben, könnte der Virus immer noch von Nutzen sein. Wenn wir den Virus in unsere Paws injizieren und sie freilassen, dann könnten sie zurück zu ihrer Einheit kehren und sich in Zombies verwandeln. Dieser Plan könnte uns in Zukunft nützlich sein. In bestimmten Bereichen scheint der Virus für die Mutation von Tieren und Pflanzen verantwortlich zu sein. Es ist schwierig, aber es wird ein Fortschritt sein in der Entwicklung von Biowaffen. Ich habe gehört, dass da ein riesiger Alligator ist. Aber ich habe nur eine große Kreatur gesehen, die sich unter dem Boden bewegt. Ich möchte mir nicht mal mehr vorstellen, was für eine Kreatur dieses Monster hervorgebracht hat. Ich habe Nemesis getroffen. Oder? Heißt das Encountered? Encountered heißt nicht getroffen, das heißt irgendwas anderes. Aber ich weiß nicht, was ich bin Nemesis begegnet, aber das ist genau dasselbe eigentlich. Ich weiß nicht. Wenn ich nichts davon gewusst hätte, wäre ich jetzt bestimmt auch schon kontaminiert und wäre einer von ihnen geworden. Wenn es immer noch in der Stadt herumläuft, ist seine Mission noch nicht vorbei. Die Mitglieder von Stars müssen ziemlich tough sein, denn sie haben bis zu diesem Punkt überlebt. Wie auch immer, sie können nicht ewig durchhalten. Exit. Okay. Gruselig. Ist das ein geschlossener Raum? Tatsache. Was ist das denn wieder? Es ist auf Autopilot gestellt oder so. Ja, aber was kann ich damit machen? Muss ich damit irgendwas machen? Huch. Ah. All supervisors, mission terminated. Return immediately. Repeat. All supervisors return immediately. Immediately. Over. Dann gehen wir doch. Ich bin kein Supervisor, oder? Egal, wir gehen trotzdem. I'm quite impressed you've managed to stay alive up until now. Huch! Nikolai! And you seem to be doing a pretty good job of looking out for yourself. How about helping out? I have no intention of helping you. Because we're nothing but pawns in all this? In a manner of speaking, you are. Danke. Our employers wanted a detailed analysis of the zombie beings which were created through infection by the T-Virus.
You're saying that they deliberately sent in a military unit to be butchered by their creations? Not exactly. Although the conditions encountered on this operation were extreme, it was an unexpected outcome that the team would be wiped out. We were only required to collect live data from the subjects. Uh-oh. Ah! Another mutant! Another Mutant. Und ich würde sagen, bevor wir uns mit dem beschäftigen, mache ich einen Schnitt und es geht weiter beim nächsten Mal. Bis dahin.